Welche einer Sammlung muss denn dieser Protokoll locker sein? Wo sind dass Sie hingekommen? Vater, würde man das, was ich mitgehalten habe, darin finden, bei Gelegenheit der Ausschlussung des Gebändenkorpses war der Stadtrat am letzten oder vorletzten Dezember. Achsen 13. Zusammenberufen. Wir wussten, dass es sich so wichtig werden würde, ohne jedoch den Gegenstand derselben zu kennen. Die Erde war auf höchster gestiegen. Der Feind hatte das französische Gebiet betreten. Meine Herren, sagte der Kaiser, Sie kennen die Lager der Sachen und die Gefahren, welche das Vaterland bedrohen. Ich glaubte, ohne das so verpflichtet zu sein, dennoch den Abgeordneten des Gesetzgebendenkorpses eine geheime Mitteilung davon machen zu müssen. Ich wollte sie so mit dem Vertraut machen, was ihr höchste Teilnahme erregen musste. Aber sie haben diese Handlung des Vertrauens als Wasser gegen mich. Das heißt, gegen das Vaterland gewendet, statt mich mit ihren Anstrengungen so unterstoßen, hindern sie die meinen Unterstellung. Allein konnte den Feind noch aufhalten. Ihr Benehmen ruft ihn herbei, statt ihm einer Stirne von Erze zu zeigen, legen sie in unsere Wunden bloß den Frieden, fordern sie mit mächtigen Geschrei wollen wir, wenn das einzige Mittel, ihn zu erwerben, doch nur dieses wäre mir zum Krieger zu retten. Sie beklagen sich über mich, sie sprechen von ihren Beschwerden, aber welcher Seite, welchen Orte wählen sie dazu? Mussten sie nicht bloß unter uns vertrauten, aber nicht in Gegenwarte des Feindes über Volker Gegenstände unterhandeln? War ich denn unzugänglich für sie? Habe ich mich jemals unfähig gezeigt, bemunstigen Ratte ohne zu nehmen? Es muss daher ein Entschluss gesagt werden, das Gesetzgebendekorps trägt dazu bei, Frankreich-Untergang zu beschleunigen, statt der Rettung und die Hände zu bieten. Es verrate seine Pflichten. Ich erfülle daher die meinigen. Ich los es auf, dass diese uns ein Dekret verließen, worin enthalten war, dass bei 2/5 Heilen des Gesetzgebendenkorpses schon die Wohlmarken erlotschen wären, dass am 1. Januar ein anderes 5-Teil sich in demselben Verhältnis befinden würde, so als dann die Majorität dieser Kurse in der Tat nur aus denen bestehen würde, die kein Recht mehr dazu hätten und mitten in Betracht dieser Umstände das Gesetzgebendekorps von diesen Augenblick, bis es durch neue Wahlen wieder wohl seilig geworden, aufgehoben und betrachtet zu sein. Nach dieser Worte so Kaffee. Der Kaiser fort. Dies ist der Juhat des Dekrets, das ich erlasse. Und wenn man mir selbst sagte, dass es noch heute das Pariser Volk dahin fragte, in Mass aufzustehen und mich in den Tuilerien umzubringen, so würde ich es doch erlassen, dann meine Verpflichtung fordert es. Also die französische Nation mir ihr Schicksal anvertraute, prüste ich die Gesetze, die es mir da bot. Um es zu beherrschen, hätte ich sie uns erreichen.
da so gefunden. So hatte ich jenes Nika angenommen. Mutter glaubte ja Nika, da ich ein Ludwig 22 sei. Man erwarte von mir kein täglicher Schwanken und Kaiser zu sein, hörte ich nie auf Bürger zu bleiben. Wollte man die Anarchie von neuem heiligen, so würde ich auf der Stelle abdanken und lieber unter der Menge mit verlieren, um meinen Anteil an der Souveränität zu genießen, als an der Spitze einer Ordnung der Dinge bleiben, wo ich nur gegen jedermann anstoßen müsste, jemand beschützen zu können. Übrigens, so schloss er, ist mein Entschluss dann gesessen gemessen, ohne wenn jeder jetzt seine Pflichten tun will, so muss ich auch in der meinen ebenso wenig mich besiegen lassen, als wenn ich vor dem Feind stunde. Ach, man hat nicht sein Pflicht. Der Kaiser war Magemann, auch immer das Gegenteil geglaubt haben, so wenig Ordnung schränkt. Und so nachgeben gegen seinen Staatsrat, dass es mir als einmal vorgekommen ist, wie er einen schon gefassten Entschluss wieder hat durchsprechen lassen oder ihn sogar vernichtet hat, weil ihm seitdem eins der Mitglieder insgeheim neue Gründe angegeben oder es geltend gemacht hat, wie die Privatmeinung des Kaisers als solcher auf die Majorität eingewirkt habe. Man frage deshalb nur, wo alle die Sexy und Chefs sowie der Kaiser die Gewohnheit hatte, den Mitgliedern des U-Instituts jeder wissenschaftliche Idee, welche ihm in den Kopf kam, mit zu heilen, ebenso enthielt er Mitglieder des Staatsrates auch keine seiner politischen Vorhofte hatte, er selbst dabei besondere und manchmal sogar geheime Absichten. Es war dies, wie er sagte, ein sicheres Mittel, eine Frage recht gern zu lassen, die Geisteskraft eines Mannes sein politisches System kennenzulernen oder dessen Verschwiegenheit auf die Probe zu stellen. Ich weiß, dass er im Jahre 11.3 Städteratin die Untersuchung einer ganz außerordentlichen Frage, ob nämlich das Gesetzgewändekorps unter Druck werden solle, anvertraute. Die Mehrzahl war dafür, nur eine Mittelkraft der Gegend, auch länger ohne gute darüber sprach der Kaiser, welcher mit viel Aufmerksamkeit und großem Ernst der Sitzung präsidiert hatte, oder auch nur ein Wort zu sprechen oder eine Ahnung von seiner Meinung kundzugeben, schloss sie mit den Worten: Eine so wichtige Frage verdiente wohl, dass man darüber nachdenke. Wir werden darauf zurückkommen, aber sie kam nie wieder zu Anregung.